So, heute geht's weiter mit dem nächsten Spiel und das heißt dann VfB Stuttgart. Da wollen wir natürlich weitermachen. So, wir haben ein bisschen Kohle bekommen durch den Halbfinaleinzug im DFB-Pokal mit 1,3 Millionen. Kann man schon mal ein bisschen was machen. So, letztes Spiel 6:0 gegen Hertha. Das Pokal, im DFB-Pokal, Entschuldigung, der Pokaleinzug im Halbfinale sind wir zumindest schon mal einen Schritt weiter als in der letzten Saison. Da flogen wir nämlich im Viertelfinale raus, aber die Saison soll's im Halbfinale. Oh, Tatsache, aber Tee. Ja, ist aber für die neue Saison schon, ne? Was haben wir denn? 7 Millionen Girondins Bordeaux. Und auch Benfica möchte ihn haben. So, ich bleib halt tatsächlich dabei, dass ich 10 Millionen haben will und 12, sagen wir mal auf 12 hochgehe. Nein. Ja, wie gesagt, bleib dabei. Ich bleib bei 12 Millionen und ohne ihn brauche ich mich. Tut mir leid, dann ist es halt so. Tschüss. Genauso. So, was haben wir hier noch? Benfica. Hört mir auf, wenn ich mir neue Transfersumme vorschlagen. Schade, dass ich nicht für einen bestimmten Preis den Spieler auf den Transfermarkt setzen kann. Angebot absenden. Ja, tschüss. Das interessiert mich jetzt gerade nicht. Also, wenn die, wie gesagt, ich sehe es halt nicht, einen Spieler unterm Wert abzugeben. Los geht's. So. Da muss ich mal kurz im Teammanagement ein bisschen arbeiten. Und zwar Kobylanski mal reinzubringen. Der heute mal auf der 10 verteidigen wird. Ja, letztes Spiel war ein bisschen anstrengend gegen die Hertha, muss ich sagen. Und deswegen werde ich heute mal ein bisschen rotieren. Einfach mal Leute mal ein bisschen spielen lassen, die sonst eigentlich nie spielen. Und ja, selbst wenn wir verlieren heute, dann ist es so. Also wie gesagt, ich erwarte heute nicht, den Titel diese Saison. Also, alles ist gut. Mal gucken, wie es hinkriegen. Aber ich bringe halt ein bisschen Spieler mit Fitness rein. Und das ist mir einfach wichtiger als das wäre aber wichtiger gerade so ein bisschen. Es ist klar, dass er heute im Mittelpunkt steht. Die Premiere, der erste Auftritt im neuen Trikot. Wird es ein Traumdebüt? Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Schalke 04 gegen VfB Stuttgart. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Die Nummer 3, Pavel Kanasabe. Die Nummer 20, Serkanasinac. Die Nummer 6, Danny Latzer. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch. Können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Hier ist die Aufstellung des VfB Stuttgart. Sie treten heute offensiv an. Ein 3-4-3, wie wir hier sehen. Ja, so viel Absicherung bleibt da nicht wirklich. Nur eine Dreierkette, ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich bin mal gespannt, wie sie das umsetzen. Hm.
Dankeschön. Jetzt kann es losgehen. Viel Spaß. Genau, jetzt geht's gleich los mit dem nächsten Spiel. Und wir haben auch Anstoß und damit Schalke hat die Anstoß. Mit dieser etwas umformierten Truppe wollen wir heute ein bisschen was versuchen zu reißen. Ich musste halt ein bisschen aus Fitnessgründen muss ich halt mal Spieler spielen lassen, die sonst eigentlich nicht spielen und die jetzt mal ein bisschen was fitter sind. Und dann gucken wir mal, wie es heute im VfB heute wird. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Ah, schönes Ding, noch gerade so riecht da. Oh, dann ist es schon das 1-0. So, geht dann gleich gut los hier. Fünfte Minute. Das wird interessant hier. Also auf jeden Fall direkt erstmal früh das Ding gemacht, das 1-0. Wir sehen, wie er die Gegner Kobylanski und dann wählt er das kurze Eck, richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Tor für Schalke 04. Die Nummer 23. Marco Richter. Ja, wenn einer momentan trifft, ist er das. Also direkt früh das 1-0 in 5 Minuten. Mal gucken. Voulet. Ja, schön gelöst von Malek. Ciao. Trainer des Monats freuen. Wieder so ein Mosaikstein in einer richtig guten Saison. Es läuft. Saisonziel war die UEFA Champions League und da sind sie. Das ist die Chance. Kein Tor. Unglaublich, die Riesenchance zum Ausgleich. Sowas darf man nicht liegen lassen. So. Ja. Große Chance für die Stuttgarter, direkt relativ früh den Ausgleich zu erzielen. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Und das war Glück, dass die Schalker da, dass die Stuttgarter das nicht irgendwie gelöst bekommen. Nicht anders gelöst bekommen. Deswegen bleibt es hier erstmal beim 1-0. Ludewig, mein Gott, was ist denn heute los da hinten? Schau da weg. Ja, es sind viele neue dabei. Schalke jetzt über außen. Aber mal gucken, das darf heute keine Ausrede sein. Marco Richter erstmal. Da ist er alleine durch. Fällt das Tor doch noch. Und Glück gehabt für die Stuttgarter, dass der Richter da noch wie in die Nummer reinkommt. Rückstand weiter nur ein Tor und das liegt vor allem an der Parade gerade. Ja. Also da hat er sich im Spiel gehalten. Ja, es muss halt jetzt ein bisschen. Aurel Mangala. Darf nicht zu sehr auf die Offensive verlassen werden. Jason. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball, viel zu ungefährlich. Schön gemacht. Jetzt haben wir mal. Richter, genau das hat er gesehen. Dann hat er gesehen, dass er da durchmarschiert. Was macht er draus? Jetzt ist er Platz. Macht wieder Marco Richter. 2-0. Jetzt doch mehr oder 27. Gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Die Nummer 23. Schön nah, der kommt nicht rein. Wie er da hingeht, gibt Einwurf.
Ah, Richter, beziehungsweise Schalke kriegt hinten gerade nichts gebacken. Oh, Ballgewinn hätte sehr gut gefährlich werden können. Hat er gesehen. Geht, den hat er gesehen, den Richter, der frei. Vorne stehen zwei Mann mit, ja, aber eins gegen einen Stuttgarter, drei gegen vier. Marco Richter. Und auf den ist einfach Verlass. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Da hat er einfach mal ein bisschen Kraft gebracht und hat es einfach wieder hingekriegt. Es ist sein 9. Saisontor erst. Aber er ist wichtig. Er ist extremst wichtig. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. 3-0. Aber man setzt wieder, und so setzt man mit diesem Sieg weiter in den BVB, also vermutlich einen Sieg im BVB. Unter Marco Richter. Unter Druck. Das könnte eine Gelegenheit werden. Stenzel kommt nicht rein. Pam! 4-0. 39. Einfach mit links abgeschlossen. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen es. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich zwei, drei Fragen gefallen. Das war einfach mit Gewalt einfach mal abgeschlossen. Ja, damit ist es wohl unter Dach und Fach. Aber wie gesagt, es kann alles noch passieren. 10. Saisontor, 4 Leute schon geschossen. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Auf jeden Fall Man of the Match, das ist jetzt schon klar irgendwo. Guter Einsatz, aber jetzt... Jonta, ja, schön gewiss. Ja. Gott, das Ding da. Latza, der kommt da irgendwie noch mit. Er kann abwehren, aber der Ball... Conte kommt nicht in den Zweikampf, also nicht in den Kopfball. Erst die Glanzparade und jetzt hat er den Ball. Und Sie wissen natürlich, was Sie an ihm haben. Er verhindert das Tor. Ist eine klasse Szene. Also, das war fast schon sicher ein Tor. Partie ist einseitig und wahrscheinlich zur Pause schon entschieden. Es steht ja, vielleicht. 4-0. Schalke hat den Anstoß. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Vielleicht die Führung jetzt. Aber es war irgendwo so ziemlich alles dasselbe. Dieselbe. Eine Kopie auf jeden Fall. Also, wie gesagt, man führt mit 4-0. Da sollte doch eigentlich nicht mehr viel passieren, oder? Durchgang 2 läuft. Also, 3 Tore und 13 Minuten hat er dagegen gekriegt und halt das Tor in der 7. Also, 4 Tore Richter. Mal gucken, wie viel er heute noch macht. Oh, Stuttgart hat sich verletzt. Jason, der Achter. Voulet. Oh. Ah, wieder nichts. Da immer wieder Ballverluste. Da kommt sie nur schwer durch. Der Ballverlust. Der Angriff ist erstmal vorbei. Ja, die Schalker kommen gerade so ein bisschen wieder. Das, was Fischlöcke war, einfach diese Abwehrprobleme gerade so ein bisschen. Und festgehalten. Klasse gemacht. Ja, und. Abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Gut. Kein Abseits diesmal. Viel mit Auge. Das Abseits. Ach, leck mich doch, das war kein Abseits. War er unaufmerksam. Es war doch kein Abseits, Schiri. Die Information ist noch warm. Er wird nach Barcelona wechseln. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Obolanski. Richtig guter Transfer. Die Reingabe jetzt ins Zentrum.
Kreis. Ah, schade. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter den Ball. So, jetzt wechseln die Stuttgarter nochmal. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Pascal Stenzel. Ah, nicht viel passiert heute. Jetzt gerade. Also in der zweiten Halbzeit ist noch nichts passiert, was Tore betrifft. Guck, ich habe Chancen, aber auch noch keine. Hier zwei in etwa gleich starke Mannschaften, aber wie das so ist im Fußball, der aktuelle Spielstand spricht eine andere Sprache. Richtig. In der Tat, Wolf, du musst deine Chancen eben nutzen, ansonsten kann das ganz schnell gehen. Also wir haben unsere Chancen genutzt, wir hatten, haben halt vier Tore gemacht in der ersten Halbzeit. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Oder Sina, schon hat er. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Oh, war das glücklich. Weil der war wichtig, der Ball, die Grätsche. Weil wenn der nämlich auf die Zehner kommt, dann kann der nämlich direkt durchspielen wollen auf die Spitze. Und geklärt hier von Torhüter. Gleich wird hier ausgewechselt. Es gibt ein Tor auf einem anderen Platz und damit kurz mal rüber. Ja, gut gelöst, Hannes der Rose. Das erste Tor für Mainz. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind hier 68 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Ich gehe gerade auch nicht in der zweiten Halbzeit um was hin. Stuttgart macht es ein bisschen besser jetzt gerade so. Yuya Osako. Passt auf und wirft sich in den Schuss. Da oben, der vorne den Ball. Ja, es ist jetzt gerade in der zweiten Halbzeit ein bisschen mau. Ja, es hat nicht viel passiert gerade. Noch nicht zumindest. Jetzt mal, Kaderabek. Ja, versucht jetzt gerade ein bisschen Tempo reinzubringen. Jetzt kann er mal spielen. Gute Aktion. Keine Abseits. Jetzt haben wir es. Jamai Roldeirosun mal wieder mit dem Tor. Nochmal die Wiederholung des zumindest Tor. Mal ein Tor wieder in der zweiten Halbzeit. Und dann ist das natürlich klasse gemacht mit ganz viel Auge, ganz viel Gefühl und das Ding kannst du nicht mehr verhindern. Ne. Große Freude auch am Spielfeldrand. So, dann können wir jetzt auch mal ein bisschen wechseln. Und dann werde ich sogar dreimal wechseln. Ja, wenn das passen würde. So, dann wechseln wir dreimal. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. So. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Richtig. Klar sind sie hier vorne. Kurz vor Spielende. Es sieht alles richtig gut aus. Deine Einschätzung? Schalke wird hier wohl den Sieg einfahren. Muss es jetzt noch nach Hause bringen. Am Ende ist es dann ein Ergebnis. Tempo, Tempo, Tempo. Ja, die Stuttgart hat da einfach mal locker abgehängt. Drin. 6-0. Sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Kutucu. Ein weiteres Tor, kurz vor Schluss. Viel ja, der Rose und weitere Tor, Torvorlage gemacht in der zweiten Halbzeit. Der Deckel war vorher drauf auf dieser Partie eine ganz starke ja, der Deckel war schon irgendwie eine halbe Stunde drauf, als das 4-0 gefallen ist. Oder 40 Minuten, wie rumme. Aber zumindest hat es doch gemacht. Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Jensen. Voulet. Ah, da passt er nicht auf, nicht gut verteidigt. Ah, schade. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch.
Seh durch das Ding. Kann er abhalten schon. Jetzt ist es gefährlich. Schlusspfiff. Nun steht es fest. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. 6-0. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. Marco Richter, ja, mit seinen 4 Toren. Ja, definitiv, klar. Man of the Match. Das war schon nach der ersten Halbzeit. Und nach zweiter Halbzeit hat er nichts mehr hinbekommen. Aber nun ja, passt. Habt ihr gewonnen. Ja, auf jeden Fall habe ich mit dem Richter einen Goldtransfer gemacht, muss man einfach so sagen. So, Bayern gewinnt gegen Mainz 2-1, Leipzig gewinnt in Hamburg, aha. Gladbach, Bremen unentschieden. So, Ludewig, mal kurz mit dem quatschen. Der hat irgendwas da gerade wieder auf dem. So, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Wir gehen jetzt aktuell Stand jetzt als Tabellenführer rein. Ich denke mal, dass die Dortmunder gewinnen werden. Das heißt, dass die auf jeden Fall wieder Tabellenführer sind. Naja, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Ich freue mich wieder, wenn ihr reinschauen würdet in der nächsten Folge. Und dann geht's weiter.